Restart. So, und wir fangen wieder bei Null an. Mal sehen, was wir diesmal für Items haben. Oh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so richtig krass stark war nach so einem langen Run. Oh, ich bin doch bescheuert. Und dann hier wieder so als kleiner Lulatsch anfängt. Kleiner Lulatsch. Mit einfachen Tränen, man läuft ganz langsam. So, was haben wir hier? Eternal Life, Fragezeichen. Sorgt dafür, dass wenn man stirbt, man nicht von vorne anfangen muss, sondern nochmal eine weitere Chance hat. Normalerweise würde ich, glaube ich, an diesem Punkt schon neu starten, weil hier Eternal Life ist jetzt nicht besonders doll. Aha. Und dann gleich der zweite Raum, hier so einen langen Bosskampf, den man sich auch hätte sparen können. Ah. Aber weil ihr es seid, ziehe ich das jetzt hier durch und guck mal, wie weit ich mit dem Setup komme. Vollbombe, Vorsicht. Reusable Ranged Bomb. Tja, eine Bombe, die man in eine Richtung werfen kann. Braucht drei Räume, um wieder aufzuladen. Ziemlich wertlos, finde ich. Vielleicht ganz nett, falls man mal ganz dringend eine Bombe braucht, um irgendwo was wegzusprengen, aber im Kampf nicht so wirklich praktisch einsetzbar. So, die laufen vor allem weg und spawnen Fliegen. Ich glaube nur Fliegen. Vielleicht auch mal so eine größere Fliege, die auf einen schießt. So, wir benutzen jetzt mal das Ding trotzdem, um es euch mal zu zeigen auch. Zack, um da diesen Felsen wegzusprengen, der uns Items gibt. So, goldenen Raum hatten wir schon. Also direkt zum Boss. Steven. So, Steven ist schon die stärkere Variante von einem ähnlichen Endboss. Der läuft uns quasi immer hinterher. Er und sein Kollege. Der Kollege kann auf uns schießen. Und sobald wir den Boss auf die Hälfte runter haben. Ach nee, bei Steven sogar schon vorher. Also beim normalen Boss wäre es so, man tötet den großen Kollegen und dann wird der Kleine losgelassen und fliegt ganz schnell hinter ihm her. Bei Steven ist es eine Ecke härter, der Große lebt noch und trotzdem löst sich der Kleine und verfolgt uns ganz schnell. Wir sind in der Regel schnell genug, um davon zu laufen. Vor allen Dingen, weil wir ihn, na gut, normalerweise könnten wir ihm, glaube ich, nicht davon laufen, aber wir haben ein bisschen Knockback. Das heißt, wenn wir den anschießen, wird er ein bisschen zurückgefördert. Normalerweise rennt man immer im Kreis, aber wenn man auf ihn schießt, bewegt er sich halt auch ein bisschen in eine andere Richtung. Okay. Psychic Friend. So, und schon haben wir einen dabei, der mitschießt. Und zwar diese lila Tränen, die Gegner verfolgen. So. Oh, ein Blümchen. Nein! Penis. So, Curse of Darkness. Zufallsgeneriertes Bonus-Feature hier jetzt in dem Level. Es ist einfach alles dunkel. So. Erster Raum, den wir betreten, gleich mal so ein Mini-Boss. Solange er das macht, ist er relativ vorhersehbar. Okay, das sind die Sachen, die ich weniger mag, wenn er in alle Richtungen schießt. So, da kommen wir nicht ran. Schade. Ah, okay, die laufen alle vor uns weg. Das heißt, wir können uns Zeit lassen. Und einen nach dem anderen fertig machen. Keine Ahnung, warum der unten jetzt explodiert ist. Hat keinen Bock mehr gehabt oder da war ein Feuer? Nee. Die Gegner nehmen nämlich auch Schaden, wenn sie im Feuer laufen. So. Oder die machen sich gegenseitig Schaden. Ich weiß es nicht. Oder sie haben einfach irgendwann keinen Bock mehr. Sie wissen, dass sie uns nicht entkommen können und dann rennen sie einfach feige weg. Vom Leben, meine ich. So. Die Fliege da ist relativ ungünstig. Die können wir nämlich nicht beschießen, solange die da ist. Und das ist eine Fliege, die nicht wirklich zu uns hinfliegt. So ganz langsam bewegt sie sich. Komm schon, ich will keine Bombe verschwenden hier. Komm schon, Mann! Ach, kommt, Leute. Ist mir doch egal. Was ist denn jetzt los? Irgendwie war ich gerade ganz langsam. Naja. So, goldener Raum. Und wir haben einen Schlüssel. Sehr gut.
You feel refreshed and protect. So, das hat uns, glaube ich, 2 Soul Hearts gegeben. 10 Herzen. Und wir haben eine schöne Fliege auf dem Kopf. Schleife. Fliege. Ich sehe schon nur lauter Fliegen. Gerade haben wir einen Kackehaufen mit Stückchen weggeschossen. Da ist normalerweise eine weiße Fliege, die niemandem was tut, aber sobald man ihren Kackehaufen beschossen hat, verfolgt die einen. Ist im Grunde keine große Gefahr, aber im Eifer des Gefechts kann das schon mal nervig sein. Ist halt ein weiteres Hindernis in engen Räumen. So, die agieren relativ kopflos hier, springen hin und her oder laufen hin und her, je nachdem. So. Inzwischen habt ihr das auch mitgekriegt, sobald man alle Gegner besiegt hat, kann es passieren, kommt aufs Glück an, was man hat, ist auch eine Statistik. Kann es passieren, dass halt ein schönes Item kommt. In der Regel ein Herz, ein Schlüssel, ein bisschen Geld oder so. So, da sind wir wieder bei dem Monstro, den wir jetzt schon deutlich langsamer besiegen als dieser Zwischengegner-Variante. Ja, und er macht im Grunde nicht viel mehr, als langsam hin und her zu springen. Manchmal macht er einen großen Sprung da, wo wir zuletzt waren. Und oh, ich bin noch bescheuert. Ah, jetzt haben wir so ein Protection-Ding. Das ist, macht wahrscheinlich die Schleife, dass wenn wir getroffen werden, dass wir eine Weile unverwundbar sind. Das ist ganz gut. Genau, der macht kleine Sprünge, große Sprünge und spuckt ein bisschen Blut in alle Richtungen. So, Herz auffüllen. Shotspeed und Damage up. Sehr schön, wir schießen schneller und machen mehr Schaden. So, und hier ist ein Deal Room. Deal with the Devil Room, wie auch immer. Aufgeploppt, ist manchmal zufällig im Bossraum. Hier kann man dauerhaft seine Herzen eintauschen gegen Items. Das Problem ist, Herzen sind wertvoll, ich habe nur 3 und ich habe keine Ahnung, was genau diese beiden Items jeweils machen. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Deswegen verzichte ich lieber drauf. Wobei ich irgendwann nochmal das Achievement sammeln wollte, innerhalb eines Runs 3 Trades zu machen, also Deal with the Devils. So, hier eine Menge Schlüssel, die man da braucht. Und eine Herausforderung. Ich scheue die Herausforderung. So. Spinnen an der Wand, die ein bisschen einfacher sind noch. So, die Dinger, wie gesagt, überhaupt keine Herausforderung. Gerade hat man schön gesehen, wie diese Charming Tears, also diese lilanen, die Gegner verfolgen. So. Die Dinger sind nervig. Die können nur Schaden erleiden, solange sie so ausgeklappt sind. Und wenn sie ausgeklappt sind, schießen sie. Und die klappen nur aus, wenn man nicht auf sie schießt. Das heißt, man muss immer warten, bis sie aufklappen. So, hier die gleiche Variante, nur beweglich. Das heißt, im Grunde muss man ihnen eine Gelegenheit geben zu schießen und kann nicht einfach Dauerfeuer auf sie machen. Flaming Tears. So, wir leuchten ein bisschen und unsere Tränen sind in Flammen, wie auch immer das funktionieren soll. Tja, ich schätze mal, das macht einfach mehr Schaden und... Oha. Und es sorgt für Explosionen. Ah, geh weg, geh weg. Das Problem ist, dass diese Explosionen halt uns auch schaden, glaube ich. Deswegen ist das gar nicht so geil. Also so Gegner sind ganz gut damit, aber wenn wir selber noch in der Nähe sind, ist das natürlich scheiße. Komm schon, komm schon. Ah, ich hasse die Viecher. Ah, aber ihr habt es gesehen, die fangen Feuer und nehmen dann dauerhaft Schaden in der Zeit. Bombs are key. Okay. Alles, was wir bisher an Bomben hatten, wurden zu Schlüsseln und Schlüssel wurden zu Bomben. Umgekehrt wäre mir eigentlich lieber gewesen. Naja. Gertie Jr. So. Ich hasse den Typen. Genau aus dem Grund nämlich. Der rennt manchmal ziemlich schnell hin und her und es ist gar nicht so leicht auszuweichen, weil der einfach so fett ist. So, jetzt habe ich selber noch Schaden erlitten wegen der Explosion. Ah, komm schon. So. Halbes Herz. Das sieht ja mal gar nicht so gut aus. Speed up and size down, weil wir die Damenbinde unserer Mutter aufgesammelt haben. So, Pille. Health up. 4 Container. Naja. Warum auch nicht? Aber wir könnten mal ein paar Herzen sammeln. So. Mami. Oh, komm. Mami. Oh, komm. Mami.
Katakomben 2. So. So, die Kollegen kennen wir schon in ein bisschen anderer Variante. Die halten hier ein bisschen mehr aus als ihre Kollegen. Und die schießen nicht direkt auf uns, sondern machen halt diesen Rundumschuss. Was ich persönlich leichter finde zum Ausweichen. Was ist das hier? Paperclip, Master of Lockpicking. Können wir jetzt Schlüsseltüren aufmachen, ohne Schlüssel zu verbrauchen? Das wäre eigentlich ganz geil. So, die spawnen Little Shits oder verfolgen uns manchmal. Beziehungsweise bewegen sich schnell in die Richtung, in die wir zuletzt, in dem, was wir jetzt gestanden haben. Schlüssel brauchen wir doch nicht, wir sind doch Master of Lockpicking. So, die weißen Dinger spawnen Spinnen. Diese gelblichen weiß ich gar nicht, was die machen. So. Ah, das macht mich echt nervös mit diesen Explosionen. Ja, genau wegen sowas. Man ist ganz normal da, beschießt das Ding und nimmt trotzdem Schaden. Jetzt haben wir nur noch ein halbes Herz. Kann sein, dass unser Run gleich vorbei ist. Und das wegen einer Sache, für die wir überhaupt nichts können. So, TNT-Fässer. Wenn man darauf schießt, explodieren sie. Wer hätte es gedacht? Ich mach die mal kaputt. Ich glaube zwar nicht, dass hier in dem Felsen sich irgendwas verbirgt, aber kann ja nie wissen. Kostet ja nichts. Lord. Bucket of Lord. HP up. So, hat uns zwei Herzcontainer. Oh, das ärgert mich so. Wir haben so viele Herzcontainer, aber keine Herzen. Aha, das wäre echt ärgerlich, wenn wir jetzt sterben. Hm, wir haben 8 Münzen. Hier vielleicht. Okay, vielleicht haben wir ja Glück und der Kollege hier gibt uns ein Herz. So. Bomben, okay. So, das Prinzip ist, man gibt ihm Geld, er zeigt einem, was man gewinnen kann und dann darf man aussuchen. Wenn man es falsch erwischt, kommen Fliegen raus, deswegen schieße ich immer gleich drauf. Ich nehme immer schön den mittleren. So, jetzt können wir Bomben gewinnen. Hm, bis jetzt haben wir ganz gut Glück. Ich würde gern Herz kriegen. Hm, Münzen. So, da war eine Fliege, die haben wir gleich gekillt. So, Love of Fly. Nein. Weg damit. Herzen, ich brauche Herzen. Wenn wir alles Geld verbraucht haben, sprenge ich einfach alles in die Luft. Vielleicht erwischen wir dann ein paar Herzen. Schlüssel. Love of Fly, okay. Sehr gut. War auch unsere letzte Münze. Fly Love. Jetzt haben wir einen Kackehaufen auf dem Kopf. Ich glaube, Fliegen kämpfen für uns oder wenn wir getroffen werden oder Gegner da sind oder wir Gegner killen, bekommen wir Fliegen, die automatisch auf Gegner fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. So, wir haben kein Geld mehr, deswegen machen wir hier einfach mal knallhart den hier. Hm, nur Geld. Was? Kinder. Geld ist nicht alles. Ihr könnt noch so reich sein im Leben, aber wenn ihr keine Gesundheit habt, was nützt es euch? Oh Gott, oh Gott. Das, ich glaube, das war's. Mit den Explosionsgedöns und auch noch den Fässern hier in der Nähe überleben wir das, glaube ich, nicht. Oder? Okay. Okay. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Herzen. Ich brauche eure Herzen. Schenkt mir eure Liebe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gut, keine Explosion. Jetzt aber nicht übermütig werden. Schlüssel. Ich brauche keinen Schlüssel. So, Seelenherz. Danke. Und Explosion bitte. Ah, das war eine Bombenverschwendung, weil ihn kann man auch explodieren lassen. Habe ich das Ding jetzt schon explodieren lassen? Ja, genau, und es ist nicht kaputt gegangen. Ich glaube, hier kommen jeweils 5 Münzen raus, wenn man Explosionen macht. 2 Münzen. Okay, das ist es nicht wirklich wert. Aber wir könnten mal probieren. Vielleicht haben wir ja ein Full Hells Glück. Nein, Lemon Party. Wir haben uns eingepullert. Toll. Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Ist teuer, also wahrscheinlich toll, aber tja. So viel Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, komm schon. Yay, ein Herz. Ein halbes Herz zumindest. Jetzt sind wir wieder auf einem Herz. Nicht gut. Oh Gott. Das ist auch so ein typischer Raum, wo man nur sehr schlecht ausweichen kann und leicht in der Sackgasse endet. So, Endgegner und ein Herz. Machen wir The Hollow. Okay, die sind eigentlich gar nicht so schwer. Wenn wir uns hier ein bisschen Raum verschaffen. So, und gleichzeitig dabei Schaden machen. Weil die verfolgen nicht uns, sondern gehen immer in so gleichförmigen Linien durch den Raum. HP up. Okay, 2,5, sehr gut. Es gibt so verschiedene Sachen, die unsere Herzen verstärken. Einige füllen auch gleichzeitig die Herzen auf, andere geben nur weitere Container dazu. Der hier hat, glaube ich, beides gemacht. Deswegen haben wir jetzt... Hat der eine andere Farbe als der? Ich glaube schon. Yep. Was ist das? Reusable Tear Burst. Das macht einmal den hier. Ja, nehmen wir. Ist nicht so mega geil, aber wie gesagt, diese bewegliche Bombe benutze ich sowieso nicht. Okay, das kennen wir schon. Aber gerade mit diesen Flammendingern rettet das uns vielleicht mal irgendwann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Husks sind nicht meine Freunde. Okay. Ich will nicht durchs Feuer latschen. So, von denen will ich nicht angeschossen werden. So. Schön. Okay. So, die verschießen was, wenn sie besiegt werden. Gut zu wissen. Soul Herz, sehr gut. Soul Herz. Als nächstes kommt noch was? Seelenheart. So, nicht irritieren lassen von den Viechern. Ist ja zum Glück nur eine. Oh, die Dinger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß es nicht, ich weiß es doch nicht. Ihr seht schon, sobald man einmal in einer horizontalen oder vertikalen Linie von denen ist, schießen die recht groß. Wenn da nur ein oder zwei von sind, ist das nicht so tragisch, aber wenn da so viele sind, verliert man gern mal die Übersicht. Ah, Nase juckt. Oh. Ja, genau von sowas rede ich hier. Muss man echt aufpassen, damit nicht sowas passiert. Und dazu kommen auch noch diese scheiß Schädel. So, da lebt irgendwo noch einer. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Wir haben unsere Seelenherzen verbraucht, aber... So, the devil. Aber mein Leben ja noch. So, schnell den da weg, bevor er... Das Schöne ist, dass die Geschosse von den Gegnern auch an den Felsen abprallen. So, Herz, sehr gut. Naja, so langsam gewinnen wir hier wieder die Oberhand. So, hier profitieren wir davon, dass der Gegner Feuer fängt. So, wir haben hier noch jede Menge Schlüssel. Ich glaube, dieses Lockpicker sorgt einfach dafür, dass wir mehr Schlüssel finden. Scapula, you have been blessed. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Wahrscheinlich irgendeine Form, wenn wir Schaden erleiden, passiert irgendwas. Es gab irgendein Item, das sorgt dafür, jedes Mal, wenn man Schaden erleidet, fliegt man aus dem Raum raus. Was total schrecklich ist bei Bossen, wo man ja auf jeden Fall Leben verliert. Weil wenn man aus dem Raum rausfliegt und den Raum neu betritt, haben die Gegner wieder volle Energie. So, jetzt haben wir jetzt vielleicht mal ein bisschen Glück mit den Herzen. Regenbogen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was Regenbogen Scheißhaufen bewirken. Also ob die irgendwie alle Gegner beschädigen. Ich glaube, das macht es manchmal. So, wir haben ein paar Bomben, kaum Münzen. Deswegen machen wir mal den hier. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber wir haben jetzt 5 Münzen. Das heißt, wir können uns ein Soul Heart kaufen. Das machen wir auch. Ich bin Freund von sehr vielen Herzen, weil man dann halt mehr Mist bauen kann. Und da ich in der Regel viel Mist baue, bin ich ein Freund von vielen Herzen. Das war eine sehr sinnige Aussage. So.
Diesen Hass kann man dann auch gleich weg. Vollbombe, weg mit dir. So, ab da rein. Mask of Infamy. Ach du Gott. Die gibt es auch in kleiner Variante. In kleiner Variante ist es so, dass man das Herz killen muss, weil die Maske immun ist gegen Schaden. Und die Herzen können aber auch schießen. Hier ist es, glaube ich, so, dass man die Maske auch bekämpfen kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt, spätestens jetzt müssen wir auch die Maske bekämpfen, weil... Ne? Oh Gott, wir können die Maske nur von hinten bekämpfen. Das ist ja, aber wie? Ich glaube, das funktioniert wie mit den Gehirntypen. Das heißt, die Maske sieht uns einmal und fährt dann immer weiter in diese Richtung. Problem ist, manchmal weiß man nicht, ob die Maske einen schon gesehen hat oder ganz regulär in die Richtung fährt. Und wenn man dann denkt, im letzten Moment einfach nach unten ausweichen zu können, so wie hier, biegt er einfach mit ab. So, Dogfood gibt uns nochmal mehr Herzen. Sehr gut. Ja, ne?